bringen kann, ne? Aha! Da sind wir auch schon. Und ist es laut genug oder ist es zu leise oder ist es zu laut? Könnt ihr mir in dem Fall gerade mal jetzt schon sagen. Dann passe ich das an, dass ich das bei jedem Spiel immer anpassen muss. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, es passt. Bin ich ganz heiß drauf. Ich freue mich, dass wir da jetzt weitermachen. Ich will die ganze Zeit so schon weiterspielen, weißt du? Und, ich dachte, die liegt bei Lorelei. Hä? Meine Switch? Hä? Nein? Niemals? The fuck? Nein? Spiel fortsetzen. Bisschen lauter bitte. Echt? Das Spiel? Okay. Nee, ich, ne? Ich muss mich auf jeden Fall lauter machen. Bisschen lauter. Was ist denn ein bisschen? So? Ist das gut? Das Loch in meiner Hose. In der Wüste. Natürlich. Selbstverständlich. Was? Da wären wir auch schon. Ich hab immer mal wieder das Spiel gestartet und bin hier einfach nur dumm durch die Gegend rumgehopst. Hab nichts getan, außer mein Outfit wieder zurückverändert auf Normal Mario. Deswegen. Ja, aber jetzt können wir endlich wirklich, wirklich weiterspielen. So passt es. Geil. Gut. Freut mich. Und was ich beim einfach nur so rumhopsen herausgefunden ist, wir können auf unsere Odyssee. Schau mal hier. Whoopsie. Und dann können wir hier rein. Flonz. Und dann sind wir auch schon in der Odyssee. Geil. Hallo. Was gibt's denn hier zu tun? Aha. Okay, hier können wir das angucken. Da haben wir einen Spiegel. Der tut aber nichts. Huch. Wieso können wir hier hoch? Das sind Regale. Können wir Dinge sammeln? Oh, das könnte sein. Wie die Tassen sogar aussehen wie Hüte, das ist so genial. Der Spiegel auch, alles. Und hier können wir uns umziehen. Dann nehmen wir mal wieder das... Nee, doch nicht. Ich bleib doch der normale Mario. Was hast du für ein Mikro? Einfach mein Headset im Prinzip. Tatsächlich nur mein Headset. Und das ist das... Ich hab's vergessen. Xanthos Stereo Gaming Headset für 40 Euro ungefähr. Für den Preis mehr als okay. Das ist schon super, ne? Und ich habe den Sprung geübt, übrigens. Den hier, zack, und dann so, ne? Habe ich geübt. Kann ich jetzt ziemlich gut. Ja, jo, es hat sich einiges geändert. Es wurde Nacht und jetzt gibt es hier so bescheuerte Monster, die hier rumgeistern. Aber... Danke. Und hier will jemand mit uns reden. Was hast du denn zu sagen? Wie furchtbar, es ist noch kälter geworden. Die Kopfsteinpyramide hat sich in die Lüfte erhoben und jetzt weht total eisiger Wind aus einem Loch unter ihr. Okay. Wir haben trotz des unwirtlichen Wetters geöffnet. Okay, na dann. Gucken wir mal, ob die vielleicht neue Sachen haben. Hallo. Hallo? Hallo. Aha, wir können Kraftherzen. Stimmt, das hier wollte ich kaufen. Soll ich das mal machen? Das sind 200 Münzen, ne? Komm, das mache ich einfach. Jo, gekauft. Jo, gerne. Ja, komm, lass anziehen. Und das hier auch. Ja. So, bis zum nächsten Mal. Ja, ja, tschüss. Wie sehen wir denn jetzt aus? Ah ja, na alles klar, das sieht sehr interessant aus, sehr ungewöhnlich. Moment, da ist ja ein Mond. Hä? Da ist ein Mond hinter dir. Wieso hast du da einen Mond? Gib mir mal den Mond. Was? Cowboy-Outfit. Hey, nochmal neue Outfits. Und die Souvenirs. Das ist interessant. Cool, Cowboy-Outfit. Das erinnert immer noch ein bisschen an Toy Story, ne? Ich nehme mal diese Statue. Einfach mal just for Gaudi. Aha. Ich lasse deinen Einkauf für dich direkt zur Odyssee schicken. Aha. Wusste ich's doch. Jetzt ist es bestimmt auf dem Regal, ne? Da müssen wir mal nachgucken. Wie komme ich an den Mond? Was ist das denn? Wir sehen so doof aus mit dem Outfit. Wie so ein blöder Verkäufer. Okay, warte. Das möchte ich mir ansehen. Wir können auch durch die Tür hier nochmal rein in die Odyssee. Hi. So. Ah, da ist es. Ach, cool. Süß.
Genau, in der Odyssee können wir auch unser Leben wieder auffüllen. Voll gut. Gut, jetzt machen wir aber weiter, würde ich sagen. Ach, guck mal. Wen haben wir denn da? Miauxi. Wie geht's dir? Ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Das Outfit ist meine Arbeitskleidung. Ja, meine sowieso. Reiten wir los, würde ich sagen. Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfsteinpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen bist, aber halt dich ordentlich fest. Ich bin schnell wie der Wind. Aua! Dorfsäckel. Oha, oha. Ah, wie geil ist das denn? Wow. Okay, wir können so bremsen. Okay. So kommen wir schnell durch die Wüste auf jeden Fall. Das ist gar nicht mal so übel. Ich mag nicht, dass die Kamera immer so diesen Winkel von oben nimmt. Was ist das denn? Ich will so eine gerade Ansicht haben. Das ist doch viel besser. Autsch. Das ist geil. Das ist voll witzig. Ich weiß nicht, wohin wir rennen. Ich renne da mal ein bisschen durch die Wüste hier. Wow. Hier vielleicht. Dankeschön. Wie geil. Bleibt er jetzt hier stehen? Was haben wir denn nämlich hier? Was ist das für ein Gebäude? Brutzelebene Nordwestlagen. Aha. Sie steht ZL für ziemlich langsam. Ja, mindestens. Schau. Wenn ich das drücke, dann bin ich ziemlich langsam. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das hier? Was? Wo sind wir hier? Nein, fall doch jetzt nicht vom Level. Was ist das denn für eine Gegend? Was habe ich denn hier gefunden? Da sollten wir zwar eigentlich nicht hin, aber egal. Gucken wir uns das doch an. Aha. Hier gibt es sicher natürlich wieder einen Powermond irgendwo. Gehen wir erstmal da. Rechts lang. Ah, lila Münzen. Da gibt es ja 100 Stück von. Das ist ja das. Oh, das war ein bisschen knapp. Wow, das auch. Weg hier. Das ist so geil, einfach diese Fähigkeit. Und schwupps. Weiter im Text. Nein, was habe ich getan? Ich bin ausgestiegen. Ah ja, alles klar. Ja, da verlieren wir natürlich wieder Münzen. Und wir dürfen alles wieder von vorne machen. Das war halt jetzt echt dumm von mir. Ich weiß auch nicht, was das war. Ich bin halt auf den ziemlich langsamen Button gekommen. Das ist halt kontraproduktiv. Hat er jetzt die Liedermünzen gespeichert? Das hat er. Aua, scheiße. Alles klar. Hier, da muss ich jetzt natürlich... Das ist natürlich jetzt... Ja, das ist natürlich ziemlich blöd. Warte. Wir fahren einfach hier ganz normal durch. Hui, geht das so schnell? Ja. Geil. Nein. Hä? Oh, ich hab's kaputt gestampft. Wow. Könnte da wieder... Danke. Nein, was? Wow, wie knapp. Jetzt muss ich irgendwie da durch. Alles klar, das geht nicht. Scheiße. Okay, okay, okay. Alles klar, toll. Danke, Cappy, für gar nichts. Jetzt. Wenn wir den Controller schütteln, können wir das nämlich ein bisschen anvisieren, den Gegner. Hey, ich muss hier so langsam durch, das kannst du nicht machen. Boah. Und das ist der Mond. Geil. Mitten durch das Kugelwilli-Labyrinth. Naja, Labyrinth würde ich das jetzt nicht wirklich nennen, aber gut. Okay. Oh. Ah, jetzt sind wir hier oben. Da ist noch irgendwas eingefroren. Eine Vogelscheuche? Was? Diese Wüste ist sehr eigenartig. Ups. Oh, geil. Lecker. Ups. Und eine Münze noch. So, da vorne müssen wir eigentlich hin. Nein! Da ist wieder so ein Hopsel-Dings. Ja, 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 ja. Komm her. Jetzt komm doch her, Alter, was...
Muss ich das mit der Münze schnappen? Mit dem Hut schnappen? Kacke. Was? Hi, mein Freund. Können wir wieder auf dich? Ja, geil. Wir können also jederzeit seinen Dienst in Anspruch nehmen, ohne nochmal Münzen zahlen zu müssen. Finde ich gut. Dann reiten wir mal durch die Wüste. Was haben wir denn da schon wieder? Hä, haben wir das nicht schon mal rausgeholt? Ja, das hatten wir schon. Aber hier wären wir an der Pyramide. Dann gucken wir doch mal da rein. Wow. Tja. Ach du Scheiße, was... Untergrundtempel. Okay. Sieht aber ziemlich geil aus hier. Aber auch sehr kalt. Ich muss jetzt ein bisschen an Yooka-Laylee denken. Da gab es auch solche Areale. Okay, wir können das hier, glaube ich, wegmachen. Nee, können wir nicht. Warte, hä? Wow. Wow, wow, Cappy. Ach, toll. Wir müssen diese Scheiße wieder aktivieren. Liebe ich ja. Oh mein Gott. So. Ich glaube, das wird nicht ganz ungefährlich hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Geil. Und wir sind ein Goomba. Das ist so süß. Ah, wir rutschen nicht mehr, stimmt.